Oder wie soll ich das verstehen? Characters? Ja, wir haben jetzt natürlich Kibau, aber den werde ich natürlich nicht in die Party nehmen. Ich finde, das ist ein Arschloch. Also den fand ich schon in der Serie absolut unsympathisch. Ich weiß zwar nicht hundertprozentig, aber ich glaube, der ist später Mitglied von Laughing Coffee geworden, ne? Also ein richtiges Arschloch. Das ist... What the fuck? Ach so, okay. Aha, also wenn wir auf ein bestimmtes Level sind, dann können wir unsere HP oder so erhöhen. Was ist dafür eigentlich relevant? Also was müssen wir dafür erreichen? Okay. Und wir brauchen halt zwei von diesen komischen Teilen und dann können wir uns verstärken. Okay, so ein richtiger Fähigkeitenbaum. Das erinnert mich mit so einem Final Fantasy, ne? Aber diese Fähigkeitenbäume, die werden ja schon, also seit den Final Fantasy Teilen, wird das ja absolut auch in anderen Videospielen abgebracht. Nicht nur in den Final Fantasy 13 Teilen. Ich glaube, entweder im 12 oder 13 hat das angefangen. Und ab dann hat das eigentlich richtig Überhand genommen, dass viele halt das mit reingenommen haben. Ja, ist jetzt... Gut. Jetzt konnten wir Kiritos. Okay. Schauen wir mal einfach uns den Fähigkeitenbaum an. Aha. Das ist ja auch mittlerweile bei den anderen Sword Art Online Teilen so, dass du tatsächlich so einen richtigen Fähigkeitenbaum hast. Finde ich schön, dass sie das hier übernommen haben. Wie ihr seht, wie viel HP wir hier kriegen können. Okay. Wir haben hier so noch was ganz Verstecktes. Vielleicht können wir auch hier Skills lernen. Keine Ahnung. Das ist natürlich immer die Frage, ob man Kirito hochleveln sollte, weil Kirito hat halt nur einen Stern und wird dementsprechend, wenn wir zum Beispiel später einen Kirito hätten mit 5 Sternen oder Asnan jetzt im Vergleich, die ist dann natürlich stärker. Wir können uns mal ganz kurz die Werte angucken. Dieses Bild. Okay, Attack, Critical, MP, Defense. Dann können wir uns mal Kirito im Vergleich angucken. Der hat zum Beispiel deutlich weniger. Ihr seht jetzt zum Beispiel hier auch mal den Vergleich, dass unser Kirito hier zum Beispiel, obwohl auf Level 3 ist, sozusagen höher als die Asuna, klare Unterschied hat. Nicht weil sie diesen bestimmten Anzug hat und es mehr Attribute gibt, sondern halt, dass sie mehr Sterne hat. Und das ist halt in solchen Spielen sehr wichtig, dass man nicht nur darauf achtet, seinen Charakter hochzuleveln, weil es gibt ja irgendwann auch eine Maximal-Level-Grenze. Keine Ahnung, wo die hier liegt. Vielleicht könnt ihr mir da in den Kommentaren ein bisschen mehr erklären. Wir werden hier ein bisschen was zocken. Wie lange wir das machen, keine Ahnung. Ach, ich habe mich wieder verklickt. Also eins machen wir noch und dann werde ich einen Cut setzen. Ihr merkt wahrscheinlich schon, dass es wahrscheinlich ein bisschen länger geworden ist, die Folge. Leider ist es ein bisschen schwierig mit dem Aufnehmen hier. Ich muss da ein bisschen schneiden. Also ja, ist nicht so leicht, um es mal so zu formulieren. Einen richtigen Cut zu setzen. Ich werde die Folgen aber wahrscheinlich so auf vielleicht 20 Minuten setzen. So. Kämpfen wir jetzt hier noch oder? Okay, ich kann okay, wenn wir switchen, dann können wir sogar richtig hier angreifen. Richtig cool. Warum kann sie nicht laufen? Irgendwie konnte sie nicht laufen. Warum auch immer. Sie konnte irgendwie nur blocken. Warning. Ja, solche Passagen gibt es natürlich auch. Direwolf. Level 5. Das ist heftig. Alter, richtig geil. Alter, das mit den Switchen hier in dem Spiel ist richtig cool. Das ist übelst OP. Aber nur gut. Wir haben es geschafft. Oh. Ah, meine Lieblingsszene. Einer meiner absoluten Lieblingsszenen in Sword Art Online. Ja. Das ist es ziemlich gut. Nicht schlecht, oder? Du findest, dass es wirklich gut? Nun, mit deinem Trick schmeckt es besser. Versuch etwas davon. Hä? Creme? Oder Sahne?
Ich habe das von The Hafer of the Strikes Back, einer Quest, in der Nähe der Stadt bekommen. Wenn du es willst, kann ich es dir zeigen. Deswegen bin ich nicht hier. Ich bin nicht in der Stadt wegen dem guten Essen. Okay, warum bist du dann hier? Ich habe mich selbst verloren. Ich möchte mich nicht wie einige andere in einem Raum abschließen, hier in der Stadt der Beginner, und einfach dahin vegetieren. Ich möchte kämpfen, als wäre es mein letzter Moment. Und wenn mich ein Monster besiegen sollte und ich sterbe, aber ich möchte nicht in diesem Spiel verlieren. Nee. Oder in dieser Welt. Ich hoffe, du hast kein Problem damit. Ich möchte kein Partymitglied von mir sterben sehen. Also versuch morgen nicht zu sterben. Oh, ich dachte, wir sehen das süße Bild, wo sie in dieses Brötchen reinbeißt. Esra. Aber wir haben jetzt nicht wieder so einen komischen Crystal bekommen. Level up, schön. Keine Ahnung, was dieser Rank hier aktuell bedeuten soll. Verlor? Was? Aha, ich kann Geld kriegen. Keine Ahnung, was man dafür machen kann. Ich nehme jetzt einfach mal die Kiste. Wir haben dieses komische Golderz bekommen. Und wir haben scheinbar mehr von diesen komischen Diamanten bekommen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ah, tatsächlich, hier ist es tatsächlich. Hier, okay, jetzt ist es offiziell. Es gibt tatsächlich mehr als Sword Art Online. Hier sehen wir zum Beispiel AOL und es ist GGO, könnte das sein. Also. Richtig cool. Aber die nächste Quest. Ja, komm, die nächste Quest machen wir noch. Asna? Sie scheint einige der wenigen Mädchen in SAO zu sein. Ich sollte mit ihr eine Party fürs nächste Mal, fürs nächste Bild. Confirm. Ah, okay, sie ist jetzt als Teammitglied mit dabei. Natürlich werde ich. Ist auch sehr süß. Zwei Asnas in einer Party. Gibt's etwas Schöneres für Kirito? Zwei Asnas in einer Party. Kirito. Kiritos Dream come true. Tut mir leid, mein Englisch ist nicht so gut. Deswegen tut mir leid, wenn ich alles nicht ganz genau übersetze, sondern eher so ein bisschen grob. Okay. Okay, lass uns beginnen. Wir sind der Rückhalt. Unser Ziel ist es, den Boss-Minion-Site zu finden. Also diese Ruinen der Kobolde halt. Ne? Ich weiß. Ja, und wir müssen halt unsere Waffen benutzen, um uns den Weg freizuschlagen. Ne? Wenn ich das so tue, dann switche und du springst ein. Was ist denn switchen? Okay, weißt du das wirklich? Willst du mich verkackeiern? Ist es wirklich dein erstes Mal, dass du jemals in einer Party bist? Ja, das haben wir doch schon mal gemacht. Ich weiß, wie das funktioniert. So, ich dachte. Was? Zum Teufel? Warum stand er jetzt very nice von der anderen Asna? Warning. Einige Bossmonster. Oder Monsterchen? Na, ich kann verschiedene Angriffe machen, aber. Ja. Ich bin etwas limitiert, liebe Spiel.
Wo? Aua! Andere Asana, hilf mir! Lauf! Down! Was war mit der anderen Asana los? Wo ist sie? Support Asana! Who are you? Rang S erhalten. Und einen anderen Quatsch. Achso, ich glaube, wenn wir bestimmte Aufgaben erreichen, dann kriegen wir halt wieder diese komischen Teile. Blablabla. Unser Rank ist auch stärker geworden. Oh, wir können wieder EP Potions bekommen. Das wäre natürlich easy. Ich sehe aber wieder das Erz. Ach nein. Hä? Nein? Oh Mann, ich verklick mich immer. Ich wollte das jetzt nicht mal nochmal neu starten. Jetzt habe ich das ernsthaft nochmal gestartet? Ah, okay, dann machen wir die Aufgabe einfach nochmal. Ja, es gibt. Ja, wir wissen das doch schon. Komisch, dass einfach nur mit zwei Asanas. Und beide Asanas wurden fast parallel getroffen. Bin ich der Einzige, der das sehr strange findet? Okay, mit Yuki kann ich irgendwie überhaupt nicht richtig laufen. Egal, dann kriegen wir halt ein bisschen mehr EP, ne? Ist natürlich auch nicht schlecht, vor allen Dingen, wenn später der Boss ansteht. Ja, wir wissen jetzt mittlerweile schon. Ja, wir wissen auch noch schon. Ich kann aber nicht das machen, was ihr wollt. Liebe Entwickler. Einfach kurios ist es, mit zwei Assen zu kämpfen. Zwei Assen aus parallel auf dem Platz. Da ist die andere. Hey, Asana hat sich gefreut, aber Asana hat sich gleichzeitig auch nicht gefreut. Ja, das haben wir jetzt natürlich logischerweise ein bisschen schneller geschafft. Und hier kriegen wir mal richtig schön XP. Kriege ich jetzt eigentlich auch wieder eine Truhe, aber nicht mit dem gleichen Inhalt. Okay. Also das heißt, ich könnte rein theoretisch auch zur nächsten Quest springen, aber was habe ich jetzt bei den X ausgelöst? Tatsächlich. To the Birth Room. Ach komm, okay, das machen wir noch. Okay, Enemy Level 4. Die eine Quest machen wir noch und dann würde ich sagen, beende ich erstmal die Aufnahme. Das verschmeißen das. Select the Portal. Ach ja, genau, sowas gibt's ja auch. Ich erinnere mich. Das gab's auch schon mal in... Nein, also, was heißt, es gab es schon mal. Es gibt das schon mal tatsächlich auch in Sword Art. Nein, in Bleach Brave Souls. Da ist es nämlich tatsächlich so, das sind Leute, die tatsächlich auch das Spiel spielen, so wie wir gerade eben. Und die haben diesen Level halt mit einer Yuki zum Beispiel, wie ihr sie hier seht, auf Level 39 abgeschlossen. Und die könnten wir uns rein theoretisch als Supporter-Charakter hinzufügen. Also es sind Charaktere, die wir rein theoretisch auch selber freispielen könnten. Und die Leute haben halt das Spiel auch wie wir gespielt. Und die haben halt... Und die können uns halt als Supporter folgen. Sondern nicht sie selbst direkt, sondern ihre Charaktere halt, die das Level für sie geschafft haben. Let's do this. 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 Ich nehme einfach mal den Kill-Tune, oder? Ich spiel Solo. Also man kann sagen, entweder komm... Wir nehmen die anderen mit oder komm, wir spielen das alleine. Natürlich bei schweren Missionen sollte man natürlich Characters wählen, die auf hohen Level sind. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Quest jetzt gerade hat, wo man sagt, boah, ey, da komme ich gar nicht voran, da habe ich ein Level, da komme ich einfach nicht voran. Aber ich glaube, es wird auch genau so sein. Also ich muss jetzt sagen, mit Asana komme ich irgendwie am meisten klar. Obwohl ich noch nicht mal ein Spiel angesetzt habe. Alter, man merkt halt übelst, dass diese Asana übelst stark ist. Das ist so krass, wie stark diese Frau einfach ist. Also man sieht halt schon mal im ersten Moment gleich mal einen übelst krassen Unterschied zwischen Kirito mit einem Stern und Kirito
Und Asuna halt mit 5 Sternen. Das ist halt ein dynamischer Unterschied. Wir haben ja vorhin die Werte gesehen und der Unterschied ist halt wirklich enorm. Und ich finde, das bemerkt man hier sehr, sehr stark. Was ist sie auch hier mit der Keule zu viel? Ah, wir haben ein bisschen wenig EP. Und den haben wir besiegt. Ja, ihr guckt euch das an. Allein wie viel Schaden wir mit dieser Asuna machen. Die ist zwar halt von der Waffentechnisch nicht so stark, aber ihr seht halt mal, wie gut die ist. Also das wird wahrscheinlich einer unserer Main Characters werden. 5 Sterne, das ist natürlich heftig. Aber natürlich gehört, um solche Charakter zu bekommen, auch megamäßig viel Glück dazu. Ja, habt ihr auch vorhin gesehen, was das für Kiritos waren, mit 4 Sternen die hatten. Also es ist in diesem Spiel halt auch ein bisschen mit Glück vorhanden. Und deswegen finde ich, ich finde das schon sehr cool, wie das hier balanced wurde. Halt, dass man halt andere, aber man kann natürlich nur einen. Ja. Achso, ich habe jetzt eine neue Waffe gefunden. Ich kann jetzt tatsächlich hier auch wirklich Waffen ändern. Das ist tatsächlich wie in Brave Souls. Ja, genau, Characters. Und diesen Kirito kann ich... Kann ich den jetzt schon ins Party-Team nehmen? Wir gucken uns das gleich an. Moment. Und jetzt haben wir eine Waffe gefunden. Okay. Und genau, die kann ich ihm jetzt geben. Und jetzt ist halt unser Kirito stärker. Warum werde ich ständig zur Town geschickt? Ich will hier da noch das weiter erkunden und das Spiel sagt mir, nö. Mach erstmal das, was wir wollen. Ich möchte jetzt mal meine Party ändern. Genau. Kann ich diesen Kirito rein theoretisch schon aus in die Party gehen? Warte mal, ich schmeiß Yuki mal kurz raus. Nee, es geht nicht. Ich weiß nicht warum. Vielleicht ist es erst möglich, wenn wir die Fairy Dance-Sage abgeschlossen haben. Das kann natürlich. Es ist möglich, dass wir erst die Fairy Dance-Sage abschließen müssen und erst dann den Kirito in die Party nehmen können. Möglich. Ich weiß es aber nicht. Könnt ihr mir in den Kommentaren aufklären? Wenn ihr es wissen solltet. So, wir können unsere Mission klären. Ihr seht ja, jetzt haben wir hier jetzt weiteren Diamanten. Und hier kriegen wir auch noch welche. Und das sind halt diese Quests, die wir auch schon erledigt haben. Gucken wir mal hier bei Scout, wie viel wir schon haben. Vielleicht könnten wir uns rein. Ne, wir haben jetzt, ihr seht, wir haben jetzt 11 und aktuell können wir uns halt noch keinen Charakter leisten. Ja. Ich würde sagen, ich beende jetzt hier erstmal die Aufnahmesession. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt aufgenommen habe. Vielleicht habe ich ein paar aufgenommen. Vielleicht 2, vielleicht 3. I don't know. Und vielleicht seid ihr hier einer der Typen, die hier rumlaufen. Ist möglich. Vielleicht. Aber ich will Stereo haben. Ach, Silica, guck mal. Asuna. Egal. Es soll jetzt erstmal egal sein. Ich bedanke mich jedenfalls für eure Aufmerksamkeit bei dieser Aufnahmesession von Let's Play Sword Art Online Memory Defog. Und es würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Aufnahmesession wieder dabei seid. Bis dahin und ciao.